Also sorry Leute, aber das ist echt ein Kack. Vor allem, weil da jedes Mal die Wachmänner kommen. Und wenn man das dann nicht macht, also nicht so macht, wie die sich das vorstellen, dann gibt es hier gleich Punktabzug und so weiter und so fort und alles. So, jetzt dürfen wir wieder ganz kurz warten. Dürfen wir im Übrigen gleich nochmal und dann nochmal. So, und der Doktor hat natürlich auch im Hinterkopf Augen, deswegen hat er uns jetzt gerade gesehen. So. Schön so machen, dass der Doktor es nicht sieht. Tja, da haben wir mal gesehen, was passiert, wenn es daneben geht. Tja, ist schade, ist aber leider so, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, die 2 Minuten da können wir schon mal investieren, würde ich sagen. Nicht wahr? Ah, geht es, geht es, geht es? Geht. So. Das nächste. Und die ganze Aktion jetzt dann gleich noch einmal. So, jetzt müsste es da unten wieder aufgesprengt sein. Jawohl. Da unten müssen wir jetzt durchkommen. So. Die verhängnisvolle Stelle, wo wir davor gestorben sind, weil der Doktor da mit seiner Laserpistole da um sich geschossen hat. Wow. Nein, den hier wollte ich machen. So, die Frage ist jetzt, reicht der Bunker hier unten? Ja, ich denke schon, dass der reicht. Ich meine, wir können uns ja hier richtig verstecken eigentlich. So, die sind jetzt beide da oben, sehen, dass nichts war. Laufen wieder zurück. Wir haben alles und laufen ins Licht. Tja, gut, wir sind einmal gestorben. Gut, das haben wir jetzt nicht. Aber wie gesagt, das werde ich später irgendwann mal nochmal machen. The Halls. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4 Level haben wir eh nur noch. Alter, das ging jetzt aber mal richtig schnell vorbei. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ich dachte, dass das Let's Play viel schneller vorbei ist. Ja, hier unten geht es richtig weit. Können wir uns da eigentlich durchsprengen? So, sorry, ich gehe jetzt noch mal kurz. Ach so, nee. Ins Menü. Ja, komm, ist ein Achievement da, keinen umzubringen, aber ganz ehrlich, wieso? Wir sind im Let's Play, da können wir auch mal ein bisschen Spaß haben hier. Oh. Stimmt. Wo ist denn der? Ja klar, am anderen Ende. So, schnell ein Checkpoint. Wo läuft der lang? Der läuft da oben lang, alles klar. Dann läuft er schätzungsweise hier runter, genau, und dann da nach links. Wo ist denn die Schlüsselkarte, die wir hier benötigen? Die ist natürlich als einzige nicht auf der Karte eingezeichnet, das war irgendwie klar. Aber wir müssen erstmal, so wie es aussieht, ganz nach links, um da dann die grüne Schlüsselkarte zu bekommen. Um dann die blaue Schlüsselkarte zu bekommen, um dann zum Ausgang zu kommen. Aber wo die andere ist, wissen wir trotzdem nicht. Ich schaue mich hier einfach mal um. Ah, okay, hier ist so ein Teil. Wir wissen schon mal eins. Da unten war das zweite, ne? Genau, da unten war das zweite. So, da rechts ist also nix. Müssen wir eigentlich hier den Weg auf uns nehmen? Und hier uns mal vorbeischleichen? Ach, guck mal. So, alles schön ausleuchten, damit die Karte schön ausgeleuchtet ist.
Nein! Alter, mit so einem ganz schmalen Dings hat der uns noch gesehen. Das darf doch nicht wahr sein. Komm, jetzt eben schnell durchlauf. Wir wissen ja schon, wo die ganzen Dinger sind. Ach, Mann, ist das ärgerlich, weil es mir immer nicht schnell genug geht. Das ist dann die Strafe dafür. So, da warte ich jetzt. Diesmal warte ich es lieber ab, bis die beide weg sind. So, und jetzt den hier und wieder runter. So, aber schnell runter. Und dann erstmal zum Checkpoint. Karte anschauen. Okay, der läuft da lang. Dann können wir hier schon mal. Hua, hua, hua. We have a very powerful weapon now. Hört das jemand, wenn wir hier hinten so ein bisschen Krach machen? Natürlich hört das jemand. Aber der ist auch gleich ein toter Mann, weißt du? Ach, die gehen immer nur bis dahin, alles klar. So, dann heben wir die Bombe mal wieder auf. Sprenge ich hier so ein bisschen was frei. Ciao. So. Das waren die beiden. Ja, ich weiß, Achievement und so, aber ist ein Let's Play. Wir können Spaß haben. Sind hier überhaupt noch? Nö. Komm, ganz ehrlich, dann springen wir uns jetzt hier auch noch durch. Das hatte ich am Anfang eigentlich vor. Aber da hatten wir ja noch keinen Detonator. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier nach links. F für Flashlight und... So, jetzt haben wir die grüne. Die grüne brauchen wir dann für die blaue und die blaue brauchen wir dann für das rote und das, wenn wir das rote weggesprengt haben, dann kommen wir raus. So, ich wette, zwei Achievements von hier waren jetzt, dass man keine Leute umbringt und nicht stirbt, wahrscheinlich. Ich wette. Natürlich. Was? Wir haben das... Das habe ich gar nicht beachtet, dass wir das dritte Teil noch gar nicht haben. Naja, gibt's später. Duel City. So, mal die Map anschauen. Da rechts ist ein Checkpoint. Mehr haben wir eigentlich noch nicht wirklich aufgedeckt. Stimmt, wir haben noch keinen Detonator. Wie kommen wir dann an dem Viech vorbei? Warte, dreht er sich davor nach oben oder nach unten? Nach unten. Alles klar, und hier? Nach oben. Es ist eine, wie ich finde, sehr effektive Methode, jemanden zu umgehen. So, hier geht es jetzt dann nach unten. Natürlich mit Taschenlampe. Alles absuchen hier. Hier geht's noch weiter. Wohin wissen wir aber noch nicht. So, Laufwege abpassen ist hier das A und O. So, einer biegt da rein ab und dann nach oben. Und dann nach unten. Achso, die biegen beide so ab. Und dann hier wieder nach oben und dann alles klar. Das heißt, wir haben jetzt genügend Zeit, hier nach oben zu gehen und dann hier so rein. Ich dachte gerade, ich habe mich verschätzt. Das wäre Horror gewesen. So, wo müssen wir als nächstes hin?
Schätzungsweise nach unten rechts, so wie es aussieht. So, hier dürfte ja keiner reinleuchten. So. Jetzt sind wir hier, haben hier alles ausgeleuchtet. Und der Detonator. Ey, du willst mich doch verarschen, oder? Kommt ruhig her. Kommt ruhig her, jawohl. Gleich drei. Oh. So weit auch wieder nicht. Wow. Ach so, ich dachte gerade. So, ciao mit V. Komm, weißt du was? Ich lege jetzt hier eine Bombe hin. Mach den hier und leg dann hier eine Bombe her. Und kann die dann gemütlich von hier hinten sprengen, wenn alle drüber gelaufen sind. Jawohl, schön in drei und clean und boom. Vier auf einen Schlag. Dafür soll es eigentlich ein Achievement geben. So, hier drin ist jetzt keiner mehr. Ich hoffe mal, dass die aus dem anderen Dings jetzt nicht hier rüberkommen. So. So weit, so gut. Nur sicherheitshalber. Jawohl, natürlich hören sie es. So. Na, dieses war der zweite Streich. Doch der dritte und vierte kommen zugleich. So, nochmal kurz im Checkpoint reinlaufen. Wir sind super in der Zeit. So, die einzige Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle. So, da rechts oben geht es natürlich raus. Ach so, das dritte Teil ist wahrscheinlich jetzt hier unten, wo wir das aufgesprengt haben. Jawohl, hier ist das dritte Teil. Den Teil hätten wir jetzt zumindest schon mal erfüllt. Bleibt abzuwarten, was ich alles später noch machen muss. In späteren Aufnahmen. In späteren Aufnahmen. In Dings, ne, weißt du schon. Dingsbums. Ne, bis da. So, jetzt wüsste ich aber ganz gerne. Achso, wir müssen noch ein Dings mehr. Ah, finde ich ganz cool. So, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz die Maus aktivieren. Bloodbath. You killed all the guards in this map. Okay. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Naja, aber ein bisschen was haben wir ja trotzdem noch vor uns hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Level. Da habe ich mich davor irgendwie verzählt, aus welchem Grund auch immer. 7 Level haben wir noch vor uns. Aber jetzt machen wir erstmal eine kurze Aufnahmepause. Es ist eigentlich Wahnsinn, wie schnell wir hier durchkommen, ne? Naja, egal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.